Ich fühle, dass die Ehe wie eine Rose ist. Erst ist sie schön, aber dann verwelkt sie. Man muss sie wegwerfen. Oder ein kaputtes Handy. Du denkst, du verstehst alles, aber am Ende verstehst du nichts. Du solltest öfters helfen kommen, Drausio. Rodrigo hat seit der Trennung von Linda nicht mehr gelächelt. Mami, ich verstehe die Divisionen nicht. Kannst du mir helfen? Natürlich, Liebes. Ich bin gleich bei dir. Divisionen, oh Gott. Diese Kinder wurden ausgebeutet, als wir sie trafen. Es war eine großartige Tat, sie zu adoptieren. Du hast ihr Leben verändert. Sie haben meines verändert. Sie zu adoptieren war die beste Entscheidung meines Lebens. Woran denkst du, Rodrigo? Nichts Besonderes. Und du? Ich habe mich entschieden. Ich weiß, was ich für mein Glück brauche. Oh weh, was wird es sein? Keine Sorge, Linda. Alle Verträge haben eine Klausel, mit der du sie kündigen kannst. Ich weiß, aber das ist so teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Dann sollte der neue Manager, also ich, dafür bezahlen. Absolut nicht. Das kann ich nicht akzeptieren. Warum nicht? Es ist fair. Ich will, dass du singst und muss es bezahlen. Ich mache bestimmt eine ausgezeichnete Investition. Vertraust du mir so sehr? Uns beiden. Ich will dich an meiner Seite für tolle Shows. Das wird deine Chance, um dieses Land zu erobern. In Ordnung, ich nehme an. Oh weh, ich hoffe, du hast jetzt nicht dein Leben verkauft. Heute war ich mit Veronika in der Suppenküche. Plötzlich fand ich heraus, was ich mir für mein Leben wünsche. Hast du es dort gefunden? An diesem Ort voller Kinder? Ja, ich weiß nicht, warum ich nicht früher bereit dafür war. Weil es nicht einfach ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Genau das habe ich gefühlt. Eine große Verantwortung. Wie der Superheld sagte, große Macht geht mit großer Verantwortung einher. Bitte was? Oh, Drausio, ich bin so froh, dass wir ein Kind adoptieren. Was? Ach ja, eines Tages. Oh Gott. Was? Das hört sich jetzt so an. Was? Ach ja, eines Tages. Na Gott, dann bin ich beruhigt, ey. Aber erst muss ich mein Schicksal erfüllen. Meine Gabe des Humors und meine Verantwortung, Glück zu bringen. Ich werde mich für einen was? Ein Stegreif-Komödienkurs anmelden. Alter, Stegreif ist falsch geschrieben, aber hey, ich weiß noch nicht mal. Vor allen Dingen ein Komödienkurs. Ich wusste nicht, dass sowas gibt. Was machst du denn hier? Sorry, dass ich so auftauche, aber ich muss dir etwas sagen. Seit ich von deiner Schwangerschaft erfuhr, rührt sich was in mir. Woran denkst du, Rodrigo? Ich denke ständig an dich. Ich kann dich nicht allein lassen. Ich mag den Dschungel. Aber hier ist es für ein Kind gefährlich. Ich dachte, du und ich, wir sind alleine. Wie wär's, wenn wir dein Kind gemeinsam aufziehen? Weißt du nicht, ob das. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wovon redest du? Ich frage mich jetzt gerade, was das heißt, wovon redest du? Soll das heißen, wovon redest du? Ich sag dir jetzt, dass es dein Kind ist? Oder heißt es jetzt, wovon redest du? Ich bin noch gar nicht schwanger. So nach dem Motto, weißt du? Aber ich werde wohl eher das hier nehmen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ein Kind zu bekommen ist eine Menge Arbeit. Ich kenne die Konsequenzen. Ich will dich begleiten.
Das kann ich nicht glauben. Warum? Ich möchte dir etwas über den Vater des Babys erzählen. Es ist mir egal, wer der Vater ist. Ich sehe, dass du traurig bist. Ich weiß, dass du ihn vermisst, wie ich Linda vermisse. Oh Gott. Deshalb schlage ich vor, dass wir dem Baby eine Familie geben. Wovon redest du? Hä? Und warum sagt er es, wovon redest du? Und warum lacht er jetzt so komisch? Habe ich jetzt zu schnell weitergemacht? Okay, lass uns das zusammen machen. Also irgendwas habe ich jetzt gerade entweder verpasst oder gemacht, weil er hat gefragt, wovon redest du? Oder hat sie jetzt gerade dazwischen irgendwas gesagt? Was ich jetzt auf einmal so schnell weggedrückt habe, was ich nicht gemerkt habe? Ich habe es nicht gesehen, tut mir leid, also... Das ging wohl schnell an mir vorbei. Soll ich Saul nach Mexiko begleiten? Das ist verrückt. Andererseits vertrete ich Changada. Tickets nach Mexiko? Ich muss beruflich hin. Die Tickets sind nicht für mich. Ich dachte, du wolltest mich überraschen. So wie früher. Ja, das sind andere Zeiten, nicht wahr, Cynthia? Was machst du hier? Ich kam, um dir etwas zu sagen. Ich wollte es persönlich tun. Was ist los? Kommst du nach Hause? Dieses Dating-Geschichte nervt mich schon. Ich will dich wieder bei uns haben. Was sagst du? Natürlich sage ich ja. Oh weh. Hauptsache bei denen klappt's wieder. So ist auf jeden Fall alles Friede, Freude, Eierkuchen. Linda überwies mir das Geld für den Ausstieg aus ihrem Vertrag. Sie wird mir zuhören. Oh Gott. Bruno, was willst du? Ich habe dein Geld erhalten. Das freut mich. Also bin ich frei. Das bist du. Viel Glück, Linda Born. Ich hoffe, du bist mit deinem neuen Manager dankbarer als mir. Alter, immer dieses Hinhalten, ey. Was soll der Scheiß? Hatten wir heute eine Sitzung? Nein, aber ich will mit dir reden. Ich habe nachgedacht. Ich kann nicht mehr deine Analytikerin sein. Tut mir leid. Wovon redest du? Ich kann nicht deine Psychologin sein, wenn wir zusammen sind. Beziehung? Du hast etwas verwechselt. Ich will keine Beziehung. Weißt du was? Lassen wir das. Ich verweise dich an wen anderen. Warte, geh nicht. Lass uns etwas Spaß haben. Gib mir einen Kuss. Ich würde ihn eine klatschen. Jetzt sofort. Tut mir leid. Bruno, ich will keinen Spaß haben. Ich bin nicht wie du. Ich rate dir nur, dein Duell mit Linda Brown zu beenden. Mach dir da keine Sorgen. Ich bin dabei, das zu tun. Das ist schwer für mich, Mama. So ein Neuanfang. Dort hatte ich eine Karriere. Hier muss ich neu anfangen. Du wirst es Hand in Hand mit Paul schaffen. Stimmen die Gerüchte? Wirst du mit Paul singen? Du hast dich doch nicht getraut, ihn um einen Vertrag zu bitten. Oh Gott, du bist so egoistisch. Dabei hast du versprochen, mir zu helfen. Beruhige dich. Wer sagt, dass ich es nicht tun werde? Weißt du was? Ich glaube dir überhaupt nicht. Immer dieses... Spürt ihr diese Negativität, ey? Wirklich. Schon wieder eine Lüge. Fühl dich wie zu Hause. Das ist ab sofort euer Haus. Oh. Die Arbeit?
Nein, Linda, seltsam, ich habe ewig nicht mit ihr gesprochen. Hallo? Ich möchte mich für alles entschuldigen, was ich dir getan habe. Ich beginne eine neue Etappe, aber dazu muss ich die alte abschließen. Wir haben nie über die Vorfälle gesprochen. Es ist mir wichtig. Mir tut's auch leid, aber das ist mir nicht mehr so wichtig. Ich beginne auch eine neue Etappe und im Gegensatz zu dir will ich lieber nicht mehr mit dir reden. Adieu. Oh weh. Was ist das denn jetzt? Ja, immer diese Abneigung. Glückwunsch, Linda. Der Vertrag ist fertig. Feiern wir deine neue Etappe. Sag, schließt du immer die Bar, um Verträge zu unterschreiben? Diesmal habe ich es getan, weil ich mit dir feiern will. Du hast bemerkt, wie sehr ich dich mag, oder? Gott. Ja, das ist mir aufgefallen. Mir ist klar, dass du jetzt nicht in der Lage bist, etwas anzufangen. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich auf dich warte. Bitte was? Bitte was? Nicht aber, nicht er. Warum siehst du mich so an? Was denkst du? Nein. Ich möchte dir danken, dass du mich so respektvoll behandelst. Es ist mir ein Vergnügen, Linda. Guck mal, er nennt sie wenigstens Linda. 6 Monate später. Was für ein Erfolg. Ich liebe es, mit dir zu singen. Ja, unsere Energie ist beeindruckend. Wer hätte gedacht, dass ich so ein so schwieriges Publikum gewinnen könnte? Und das alles dank dir. Du hast eine eigene Ausstrahlung. Du solltest Solistin sein. Ist sie doch eigentlich auch. Sie lieben dich. Meinst du das ernst? Und es würde dir nichts ausmachen? Überhaupt nicht. Ich wusste immer, dass es irgendwann passiert. Du bist unglaublich. Aber ich habe eine Bitte. Ich habe dir geholfen, die Amerikaner zu erobern. Ich will, dass du mir hilfst, die Südamerikaner zu erobern. Was sagst du? Oh Gott. Ich möchte mit dir nach Rio reisen. Dum, 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 dum. Und jetzt Feierabend, Norbert. Ich wusste es. Warum fragt er mich nicht? Oh Gott. Ja. Das ist ja mal wieder krass gewesen. Jetzt wollen die wieder nach Rio oder was? Oh Gott. Es wird so furchtbar werden. Dann kommen wieder Erinnerungen hoch und alle sind wieder... Linda ist ja eigentlich von Rio weg wegen einer Sache dort. Und jetzt soll sie da wieder hin, weil sie Paul da zum Erfolg bringen will. Ich weiß nicht. Sie ist ja nicht mehr unter Vertrag im Jangada. Sie hat sich ja rauskaufen lassen. Wir sind gespannt, was die nächste Folge bringt. Ist übrigens die letzte Folge nächstes Mal. Die letzte Folge von dieser Staffel 8 ist es dann. Wow, dass wir schon so weit gekommen sind. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich einschaltet. Ich bin damit raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Linda Browns Interim Story. Ich bin damit raus. Haut rein, bis denne und ciao.